Ein frischer Wind weht seit einigen Jahren durch die Comicbranche und Uli Lust ist die Vorreiterin dieser Entwicklung. Nun ist sie im Rennen um die wichtigste Auszeichnung der Branche, den Fauve d'Or, mit ihrem letzten Buch »Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein«. Ja, das Festival in Angoulême zu besuchen ist natürlich grundsätzlich schon eine tolle Sache, weil es ist das größte Comic-Festival Europas. Und die Franzosen sind ja auch diejenigen in Europa, die am allermeisten Comics lesen. Dort wird Comic ganz anders reflektiert als bei uns. Es gibt auch in ganz Frankreich Poster, die das Comic-Festival in Angoulême bewerben. Und weil ich in der Shortlist bin der 10 Menschen, die für den Preis des besten Buches in Frage kommen, steht mein Name jetzt auf allen Festivalplakaten in ganz Frankreich. Uli Lust beschäftigt sich wenig mit Comics, bis sie mit 28 Jahren nach Berlin zieht. Schon bald zeichnet sie ihre ersten Reportagen über das Leben im Stadtteil Prenzlauer Berg. Hier findet die Ex-Punkerin das perfekte Umfeld für ihre künstlerische Entfaltung. Heute zählt die gebürtige Wienerin zu den bedeutendsten Comic-Autorinnen im deutschsprachigen Raum. Berlin ist schon ein ganz besonderer Ort für mich. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, aber kürzlich habe ich mich erst wieder daran erinnert, wie es war, als ich 1995 nach Berlin gezogen bin. In Wien war ich immer ein Außenseiter und hier in Berlin waren plötzlich alle so wie ich. Und ich war ganz fasziniert von diesen, damals gab es diese kurzgeschorenen Frauen mit ihren Springerstiefeln und den Miniröcken und ich fand die toll, ich fand die super, diese selbstbewussten Berlinerinnen. Ich fühlte mich sofort zu Hause hier. Mit Peng, Boom, Crash-Comics und aufgepumpten Superhelden kann Uli Lust wenig anfangen. Sie konzentriert sich auf die sogenannten Graphic Novels, Comics im Buchformat, in denen komplexe Geschichten erzählt werden. Ihr Werk umfasst gezeichnete Reportagen, die auf genauen journalistischen Recherchen basieren. Dabei gibt sie Beobachtungen aus der Gesellschaft wieder. Die Arbeit an einem Buch, oftmals mehrere hundert Seiten dick, kann Jahre in Anspruch nehmen. Denn vom Skript bis zur Kolorierung macht Uli Lust alles selbst. Was mich am Comic fasziniert hat, eben besonders an dieser Form Graphic Novel oder Comic für Erwachsene, ist, dass man eine unglaubliche Bandbreite dabei hat, wie man Dinge darstellt. Einerseits kann ich Dinge natürlich so übersetzt, also so zeichnen, wie sie in der Natur auch tatsächlich auftreten. Also ich kann naturalistisch zeichnen oder ich kann vereinfachen, ich kann stilisieren, ich kann übertreiben, ich kann surreale, metaphorische Bilder finden, ich kann fantastischen Realismus betreiben. Selbst wenn ich über die Realität erzähle, kann ich den Eindruck, den ich habe, verstärken. Auch das eigene Leben verarbeitet Uli Lust in ihren Werken. Mit dem autobiografischen Comic »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens« schafft sie 2009 den großen Durchbruch. Uli Lust beschreibt, wie sie als 17-Jährige gemeinsam mit einer Freundin ohne Geld und Papiere von Wien bis nach Palermo reist. Auch die Handlung ihres neuen Buchs ist nicht frei erfunden. Hier beschreibt sie schonungslos und ehrlich ein Dreiecksverhältnis. Es kostet Überwindung, aber wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, dass es letzten Endes um die Kunst geht und um die Geschichte, die übrig bleibt und nicht darum, ob mir das unangenehm oder peinlich ist, dann kann man einfach losarbeiten. Und ich hab ja auch eine lange Geschichte, der nicht unbedingt die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen zu wollen. Das heißt, das war mir im ersten Moment war es mir ein bisschen gleichgültig, ob sich jemand irritiert fühlt von den Entscheidungen dieser Hauptdarsteller oder nicht. Aber ich gebe zu, je länger das dauert, desto mehr fängt es an, mich zu wurmen, wenn dann diese Spießer immer fragen, ja, aber warum hat sie das gemacht? Das ist doch total unvernünftig. Dann sage ich, ja, sorry, hätte ich keine gute Geschichte zu erzählen, wenn ich vernünftig gewesen wäre. Man will die Geschichten von vernünftigen Menschen nicht lesen. Der Erfolg gibt ihr recht. Zahlreiche Preise hat Uli Lust bereits gewonnen, wie etwa den renommierten Max und Moritz Publikumspreis. Jetzt hofft sie, dass sie bei ihrer Rückfahrt aus Angoulême auch noch den Fauve d'Or im Gepäck hat.